Im Jahr 2002 hat die Zentral- und Landesbibliothek Berlin den Nachlass des Wirtschaftshistorikers Jürgen Kuczynski erworben. Darunter befindet sich die Bibliothek mit 70.000 Bänden und Zeitschriften sowie der handschriftliche Nachlass mit über 100 Regalmetern. Fast 50 Jahre befindet sich die größte Privatbibliothek Deutschlands im Wohnhaus des Gelehrten in Berlin-Weißensee, Parkstraße 94. Linientreuer Dissident, Altkommunist, bürgerlicher Intellektueller. Jürgen Kuczynski entzog sich allen Klischees. Aus einer jüdischen Gelehrten- und Bankiersfamilie stammend, wandte sich der 1904 Geborene nach seinen Studien der kommunistischen Bewegung zu. Ihr blieb er treu, trotz ihrer historischen Fehler, trotz seiner Emigration nach England und Arbeit für den amerikanischen Geheimdienst. Und genauso treu blieb er seiner Liebe zu Büchern. Also hier sind alles Erstausgaben von Kant und von seinen Schülern, die der Großvater meines Urgroßvaters am Ende des 18. Jahrhunderts gesammelt hat. Wir haben nie bibliophile Bücher gekauft, aber immer die richtigen Zeitgenossen gehabt. Mit seinen Zeitgenossen Bertolt Brecht teilte Jürgen Kuczynski die Leidenschaft für Kriminalgeschichten und Tabak. Er hatte die besten Beziehungen nach dem Westen für Zigarren und ich hatte die besseren Beziehungen für Detektivromane. Und so kam er zweimal in der Woche, klingelte, hielt in der einen Hand die Zigarre, in der anderen den Detektivroman, den er zurückbrachte, und ich hielt in der einen Hand einen neuen Detektivroman für ihn. Ich glaube, manchmal sagten wir nicht mal guten Tag, sondern tauschten schweigend. Welche Mengen Tabak Jürgen Kuczynski während seiner Schreibarbeit verbrauchte, weiß niemand. Nachweislich aber sind über 3000 Publikationen. Seine Hauptwerke waren die 40-bändige Geschichte zur Lage der Arbeiter im Kapitalismus, Studien zu den Gesellschaftswissenschaften sowie die Alltagsgeschichte des deutschen Volkes. In seinen Memoiren begann er ein kritisches Verhältnis zum DDR-Staat zu entwickeln. Sein Bestseller jedoch wurde der Dialog mit dem Urenkel. 1983 erschienen und über 100.000 Mal verkauft. Und zwar in sehr schöner Weise, dass mir viele geschrieben haben, dass sie bessere Kommunisten durch das Buch geworden sind. Ein Pfarrer hat mir geschrieben, und so kommt es, dass ein Marxist einen Christen veranlasst, sich stärker für unsere Gesellschaft zu engagieren.